Wir machen im Tage den Rückweg. Ja. Ja, dahin. Ich glaube, das ist das, wo wir angefangen haben, oder? Ich kam hier nicht rein wegen dieser. Raus konnte ich ohne Probleme, aber rein nicht. Wir auch. Ach, du bist immer so negativ, Naira. Weil du mich nicht verstehst. Niemand versteht mich. Hier können wir gar nicht. Hier können wir gar nicht rennen. Super. Müssen wir dann doch da hinten durch. Au, 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 au. Okay, ich hätte daneben springen sollen. Hier ist irgendwer im Müllberge gewesen. Habe ich zu spät gesehen. Ja, da sind wir gleich da. So, hier hast du deinen Lazarus. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow, ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Na, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen! Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben.
Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazaar ermordet. Es muss einer der Bazaar-Leute gewesen sein. Im Bazaar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazaar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, das bringt mich auf eine andere Frage. Wenn Sie sich jetzt die Rangabzeichen jetzt auf die Haut tätowieren lassen, was machen Sie dann mit denjenigen, die degradiert werden? Und den Rang. Lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Ich meine, wenn Sie dann den Rang wieder verlieren, wird das dann einfach so übermalt, also so durchgestrichen sozusagen, oder wird Ihnen das wie bei dem Commander da einfach aus der Haut rausgeschnitten? Eieieiei. Ich glaube, dann tut das Stechen weniger weh als das Rausschneiden. Ja. Bitte, dann wollen wir mal wieder. Da Sie hier herumlungern, haben Sie wohl was für mich. Was soll ich denn für Sie haben? Hey, Aether, haben Sie kurz Zeit? Sie meinen, Sie wissen bereits, wer der Mörder ist? Noch nicht, aber ich habe andere Fragen. Machen Sie schnell. Was wissen Sie über Worlds? Sie werden Ihre Frau und Kind. War Lukas ein guter Commander? Gehen. Wissen Sie etwas über einen Mann namens Waltz? Vor langer Zeit war ich auf den Straßen des Zentralrings auf Patrouille und begegnete einem Trupp Abtrünniger. Ich war allein, verängstigt. Aber ich behauptete mich. Fast brachten sie mich um. Ihr Anführer schritt ein, befahl ihnen aufzuhören. Er sah mir in die Augen und sagte, warum gehorcht ein so tapferer Soldat Matt und nicht mir? Wenn du dich besinnst, komm zu Williams Festung. Dann scharte er seinen Trupp um sich und fort waren sie. Erst später fand ich heraus, dass es Waltz gewesen sein könnte. Er wollte mich rekrutieren. Sie sagten, sie wollten wegen ihrer Familie zurück zum Zentralring. Sie sind mein Ein und Alles. Aiden, seit sich Lukas' Fall festgefahren hat, frage ich mich, ob ich bei meinem Streben nach Beförderung, nach mehr Missionen, meine Familie vernachlässigt habe. Ah, vergessen Sie es. Fast jeder unter meinem Kommando hat jemanden im Zentralring. Jeder will dorthin zurück. War Commander Lukas ein guter Anführer? Zu gut. Manchmal wünschte ich sogar, er wäre nicht so kompetent. Inwiefern? Ach, es war schwer, es ihm gleich zu tun. Sie haben vielleicht schon gehört, dass mich nicht alle meiner Männer schätzen. Sobald wir die Leiche gefunden haben,
ändert sich alles. Ich werde ihr Vertrauen zurückgewinnen. Okay. So viele Informationen haben wir ja nicht erhalten, aber wenigstens ein paar. Er wäre beinahe zu ihnen übergewandert. Wir müssen anfangen, das Wasser zu rationieren. Hätten wir schon vor Wochen machen müssen. Ja, warum hast du das nicht gemacht? Und warum fängst du denn jetzt nicht damit an, hier rumzublabern? Gute Beschreibung, finde ich. Ja, da bist du ja. Jack Matt dagegen. Hater will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Ach, dann wollen wir mal wirklich sehen, was abgeht. Ich werde erstmal hier eine Runde pennen, wenn man das hier kann. Stehen bereit! Ja, das kann man, da kann man pennen. Müssen wir hier raus jetzt? Ja, sieht so aus. Müssen wir hier raus. Was ist dunkel hier? Aufpassen wegen den Heulern. Und die Situation zwischen dem und dem PK nennt sich eine Pattsituation. Shit. Los aufs Dach. Na. Ich glaube, in die falsche Richtung jetzt schon wieder. Ja. Oh, fuck. Verdammt. Na gut, dann machen wir das eben so. Kann man es auch am Tage machen. Ja. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Naja, zurück zum Bazar. Leute ausfindig machen. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das. Los geht's. Dass der Kommando von jemandem aus dem Bazar getötet wurde. Wer sonst würde ihn tot sehen wollen? Was weiß denn ich? Lucas war nicht sehr erbrocken. Hat sich von keinem was gefallen lassen. So. Hast du schon wieder Sachen ohne Gurt herumgeschleppt? Es tut höllisch weh. Warst du wenigstens mal beim Arzt? Ich lass mich bestimmt nicht von irgendeinem komischen Typen begraben. Hier gibt's eine goldene Regel.
Je mehr du leistest, desto mehr Arbeit bekommst du. Okay. Also das markiert. Dann auf zum Bazar. Ja, helle, helle, helle. Wir spielen alle helle, helle, helle. Impfstoffbehälter erkannt. Und ich träume, wünsche, du wirst hier, hä? Und das denn jetzt her? Was zum Geier? Na komm. Jetzt hat es aufgehört wieder. Wenn ich jetzt Untote anlocke, dann ist er der Gefangene ja auch. Habt ihr verstanden? Du bist nicht eingeladen, Fleisch. Ja. Ich hab mich selber eingeladen. Oh nein, das letzte Schimmel. Nee, ich hab dich. Versteckst du dich selber doch dahin, wo die Sonne hinweg erscheint. So. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Mann. Ja, keine Ursache. Nun geh, bevor die Idioten doch welche her. Ja, beordern. Wie auch immer sie das schaffen. Nein, bevor noch welche von den Idioten kommen. So. Ja. Aus der letzten verbleibenden Stadt. Der neueste Stand im Konflikt mit den Waffenbündigen. Oh Gott. Oh, da bluten ja in die Ohren. Hallo. Probe für den großen Abend? Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich singen hören. Mach Lola nichts vor, Schnucki. Wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Ich, Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerz-Dola. Lola war die Grande Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerz-Dola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerz-Dola bezaubern? Ohne sie treffe ich die hohen Töne nicht. Und man sieht nicht gerade überall Nerze herumhüpfen, oder? Wo ist sie?
Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe. Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazaar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, meine Ritter in Strahlen, der, was auch immer du da anhast. Ich erwarte dich auf dem Bazaar. Beeilung, meine Fans warten. Nee, das können wir auf gar keinen Fall zulassen, dass die deine geliebten Fans auf dich warten müssen. Und dein zart beseitetes, süßes Stimmchen nicht mehr hören dürfen. Um Gottes Willen. Nächstes Mal gebe ich ihr einfach den Knüppel, wenn sie nochmal singen tut. Ich glaube, dann tue ich allen auf dem Bazaar einen Gefallen. Ich weiß, es ist gemein. Ich glaube nicht, dass ihre Stola daran irgendwas großartig ändern wird. Oder? Oder? Schmücke sich, wer kann. Bringt dich in. klingt irgendwie wie hier. Bringt sich jeder in Sicherheit, wer kann oder so, ne? Okay, das ist. Oh ne, das ist der einzige Ausweg. Das ist die Mission, okay. Da wäre sowieso zum Bazaar müssen. Können wir das ja gleich eigentlich erledigen vorher schon. Schreit da ein Kind? Das ist eine schicke Waffe, die du da hast, Aiden. Ist ja. Die neu? Nee, mit Perwoll gewaschen. Ja, wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort, ne? Parcours-Herausforderung. Nein, danke, noch nicht. Es gab eine Zeit, in der hatten die Menschen nur Bögen, Pfeile und Speere und sie haben dennoch überlebt. Überleben wir deshalb auch? Man muss aber auch sagen, es gab damals auch massenhaft Büffelherden. Aber wir werden überleben, oder? Natürlich. Aber es würde nicht schaden, zumindest einen Büffel zu haben. Achso, ich hab gedacht, die macht jetzt einen Bogen für den. Da hätte ich ja fragen können, ob wir auch einen Bogen kriegen können. Dem ist leider nicht so. Schade. Okay. Okay, GI. Die Leute vom Bazaar würden mehr mit uns reden. Dieser Streit ist albern. Wir alle wollen Frieden. Und der Streit ist wirklich albern. Ist mir so beim Flug rausgerutscht. Braucht er, glaube ich, Antrieb. Deswegen habe ich ihn fahren lassen. Okay. Hier waren wir doch schon mal, oder? Das geht in die Hose. Ja, wie ich mir gedacht habe, verdammt. Ich schätze das immer so falsch ein. Und bin dann meistens zu überheblich. Verdammt, Dax. Da sind wir wieder, wer weiß wo. Ernt, oder? Ja, gut, doch. Ja, geht gerade so noch.
Na komm, komm. Da hoch sollen wir. Sollen wir da hochklettern? Hm. Ja, schön. Über hier. Platz gemacht. Nicht viel. Uff. Ja, wir müssen auf der anderen Seite. Ja. Schön vorsichtig. Okay. Haben wir hier schon drin immer? Nee, das ist hier. Der Ampfstoff sieht immer noch angezeigt hier. Wo denn? Da unten? Da oben. Und sie ist weg schon wieder. Gibt's nicht. Dein Ernst jetzt, oder? Das Ding ist da hoch. Jetzt gleich fliegt es bestimmt direkt uns vor der Nase auch wieder weg. Nein, nein, nein. Sieht mehr nach Eichhörnchen als nach Nerz aus. Na, ich sollte schnell zum Basar und Silola zurückbringen. Ob wir das da schaffen? Den Sprung? Ja. Gerade so. Gerade so. Gerade so geschafft. Okay. Zum Basar. Da müssen wir ja sowieso hin. Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. Viel zu hoch. Hier was? Nein. Hier? Nein, auch nicht. Damit. Schon sind wir wieder halt unten angekommen.
Welche Richtung? Bist du? Langsam. Das ist kein PK. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Was? Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den PKs fern. Die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Und vergesst nie, die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht noch einmal denselben Fehler machen. Das wollte er nicht, das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, du bist sauer auf mich, aber versetz dich mal in meine Lage. Dann weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Beschissen, würde ich sagen. Mies. Und es wird auch immer schlimmer. Soll ich das hier, soll das hier ein Kaffeeklatsch werden oder was? Mies. Und es wird immer schlimmer. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das überrascht mich nicht, mein Sohn. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Nein. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars, aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein. Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut, auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Irgendwie passen die Untertitel überhaupt nicht zu dem, was der sagt. Wenn Aiden spricht, ja, aber wenn der Karl da spricht, dann tauchen da Untertitel auf, da... Das ergibt keinen Sinn, was da dann im Untertitel zu lesen hat. Also für jenen, die taub sind oder so oder Probleme haben mit dem Gehör, die denken, was labert er da?
oder verstehen das falsch und dann kommen andere Sätze von Aiden, die dann auch keinen Sinn ergeben dann, ne? Oh Mann, da muss unbedingt noch gefixt werden. Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Aber du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Also, reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist du? Ich bin eine Katze. Miau. ein Schaf, für euch stelle ich keine Gefahr dar. Ein Wolf, nimm dich lieber in Acht. Ich mag diese Metaphern nicht. Nee, ich mag diese Metaphern auch nicht. Ich bin der Meinung, jeder ist so, wie das ist. Also, wenn man mich nicht bedroht, werde ich auch nicht zu einer Bedrohung. Oder so, ne? Oder wenn man mich nicht reizen tut, hat er gesagt. Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Ich möchte sie zu Frau nehmen. Keine Ahnung. Weil ich sie nach Lukas Tod fragen will, weil ich ein Paket für sie habe. Das geht nur mich was an. Ja. Nachher, wenn ich das nehme, dann will er das, ja, gib her, ich gebe ihr das, ne? Und das hier dann. Dann wird er das irgendwie verneinen oder was auch immer. Das hier mache ich lieber. Das geht nur mich was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger. Aber nun gut. Ich spiel mal mit. Was auch immer dein Ding ist, eine Gefahr für uns ist es nicht. Denn du bist ja allein. Und wir sind viele. Geh da lang. Du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Herman, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Ich hoffe, mit deiner Mission machst du Herman nicht wütend. Bis dann, mein Freund.